da ist das Ding. VW stellt nach nur 5 Jahren Bauzeit den neuen Caddy vor. Und der sieht ganz anders aus als vorher. Die Front bekommt das aktuelle VW-Markengesicht, das der Golf 8 geprägt hat. Der Grill schrumpft zusammen und, klassisches Element, diese Chromzierleiste, die in die LED-Tagverleuchten übergeht. Apropos LED, die sind natürlich wie immer optional. Eine Etage tiefer sehen wir dieses in Wagenfarbe lackierte Wabengitter, das sich zu den Seiten auflöst. Das kennen wir nicht vom Golf 8, sondern vom elektrischen ID.3. Das Heck macht einen noch größeren Designsprung. Es ist kaum wiederzuerkennen. Deswegen steht hier sicherheitshalber nochmal der Modellname in Einzelbuchstaben. Die neuen Rückleuchten werden vertikal nach oben weitergeführt und rahmen diese sehr große Heckscheibe nochmal an den Seiten ein. Etwas merkwürdig ist die Positionierung des VW-Logos. Das sitzt über dem Scheibenwischer. Auch der Innenraum macht einen großen Sprung. Es gibt fast keine Schalter und Knöpfe mehr. Sogar den Lichtschalter hat VW durch ein Touchfeld ersetzt. Das eigentliche Highlight ist aber das optionale digitale Cockpit, das wir bereits aus Modellen wie dem Golf oder dem Passat kennen. Und auch beim Infotainment lässt VW sich nicht lumpen. Es gibt verschiedene Bildschirme zwischen 6,5 und in dieser Premium-Variante 10 Zoll, die immer mit Touchfunktion und immer farbig kommen und natürlich wieder mal je nach Ausstattung auf MIB3 basieren und deshalb auch Sprache oder Echtzeitinfos verarbeiten können. Auch den neuen Caddy gibt es wieder mit 2 Radständen, mit 2 oder 1 Schiebetür und am Heck mit Flügeltür oder Kofferraumklappe. Und schon die kleine Version wächst in alle Richtungen. Mit 4,50 Meter ist er 9 cm länger als bisher, hat einen Radstand von 2,76 Meter, also plus 7 cm und ist 1,86 Meter breit, ein Plus von 6 cm. Nur bei der Höhe hat VW ihm 2,5 cm abgezwackt, er hat nun 1,80 Meter Höhe. Das Ganze kommt vor allem dem Innenraumgefühl zugute. Auf die Spitze getrieben wird das mit dem optionalen 1,4 Quadratmeter großen Panoramadach. VW bietet den Caddy vor allem mit Dieselmotoren an. Die leisten zwischen 75 und 122 PS. Das Besondere ist die neue Twin-Dosing-Technik. Dank 2 SCR-Cuts gibt es eine doppelte AdBlue-Einspritzung. Das soll das Ganze natürlich viel umweltfreundlicher machen. Der neue VW Caddy geht Ende 2020 an den Start. Zum Marktstart gibt es erstmal nur 2 Diesel mit 102 und 122 PS. Die stärkere Version kann auch mit Allrad und DSG geordert werden. Die Preise dürften auf dem Niveau des Vorgängers bleiben. Derzeit startet die PKW-Variante bei 21.300 Euro und der Custom-Caddy bei 20.800 Euro. Mit dem neuen Caddy will VW offensichtlich weg vom praktischen Image und sich mehr an Familien und Sportler richten. Ich finde es gut, dass VW Nutzfahrzeuge sich beim Design so viel getraut hat und dass die Technik aus anderen, höherpreisigen Modellen hier Einzug halten konnte.